Moin, moin, guten Tag, herzlich willkommen hier wieder zurück. Ich muss euch was mitteilen. Und zwar, die Katze hat auch was mitzuteilen. Ja. Und zwar ging mir das so auf den Sack. Ich habe nochmal in die Aufnahme reingeguckt und es sieht ja sowas von beschissen aus, was die Aufnahme und durch die YouTube-Verarbeitung noch zu euch durchkommen lässt. Im Gegensatz zu dem, was ich sehe. Und ich habe heute mal die Frames auf 60 gestellt für die Aufnahme. Und ich hoffe, dass es nicht so hackelig und abgehackt und kacke läuft. Weil bei mir ist alles wunderbar flüssig. Der Vorhang hier, den sie hinten dran hat, der wedelt, als gäbe es keinen Morgen. Und es sieht alles wunderbar flüssig aus. Ich hoffe, dass es das jetzt auch ist. Der Nachteil ist allerdings, dass die Datei jetzt riesengroß ist und die YouTube-Verarbeitung und das Hochladen bestimmt doppelt so lange braucht. Daher wundert euch nicht, wenn es lediglich eine Folge am Tag gibt. Aber das ist auch noch genug, weil so viel kann man ja auch nicht verarbeiten, nicht wahr? Von Input, den ich euch gebe. So, und bevor wir hier weitermachen und wir das Geheimnis mit der Tür lüften, wollte ich euch noch eine alternative Route zeigen, die ihr nehmen könnt, um aus dem Gebiet rauszukommen, um schon mal voranzuschreiten. Und zwar zu dem Gebiet, was hier oben dann nach dem Boss folgt. Man kann nämlich auch vorher hier schon lang und rumeiern. Und um euch das mal zu zeigen, dann machen wir das jetzt mal. Falls ihr euch noch bessere Zauber oder Waffen oder Wunder holen wollt, die es im nächsten Gebiet ganz bestimmt geben wird. Könnt ihr da schon mal am Boss euch vorbei mogeln? Also ist ja offiziell der Weg. Also, hier, Leuchtfeuer an der Hütte. Hier links geht's zur Burg hoch. Und hier, aha, die Fledermäuse sind noch zur Nacht hier anwesend. Unter dieser Brücke durch. Und zu der alten Schachtel, die auf dem Tisch sitzt. Und die ist unerträglich. Aber dazu kommen wir gleich. Wenn die Fledermäuse sich beruhigen. Haben sie das? Ich glaube, sie haben es. Please, I can read them. Der Tante hier werden wir noch ganz oft begegnen. Und die will immer an unseren Fingern rumspielen. Hier, bitteschön. Und dann prophezeit sie immer irgendein Kokolores. Total zusammenhanglos. Foundation of gold tarnished. Ja, ja. Traverse Rhea Lucaria. Glintstone Eventide. Ja, ja, ja. Und so geht das weiter. Und die werden wir noch oft erleben dürfen. Und die will immer wieder unsere Hände sehen. Und labert immer dasselbe. Aber die alte Frau verkauft uns dann, wenn wir die Bosse besiegt haben, für die sozusagen, was früher die Bossseelen war, wo man die eintauschen konnte, bei Ludlet in der 3, kann man jetzt bei der Tante machen. Wo ist hier die Klimper-Geschichte? Boah. Okay. Okay. Ja, hier gibt es die Kugel. Also von der Brücke runter nach links. Diese Katze. Hat den ganzen Tag gekotzt gestern wieder. Hab schon gedacht, er ist krank, aber er lernt einfach nicht aus. Und dann können wir hier an der Burg vorbei. Hier den ganzen Weg. Aber die Laterne an. Gibt es ein bisschen Kraut. Hier irgendwo sind ein paar Wölfe. Schön an der Seite von der Burg. Hier. Na, mich, Muschi? Musst du jetzt hier auf den Balkon raus? Moment. Ja, langer Weg, aber
um euch vielleicht ein bisschen Stärkung zu verpassen. Neue Waffen, neue Zauber könnt ihr euer umlangen. Und voila! Leuchtfeuer. So, Mietzi. Jetzt darfst du, dass die Nachbarn auch was davon haben von meinem Gequatsche. Ach Mensch. Und der Frühling bricht aus. Das ist jetzt wieder Standard. So, die Schnalle ist blind, wie viele hier in dieser Welt. Karte haben wir noch nicht, aber die gibt es hier unten. Und die will. Das ist irgendwie so eine fortlaufende Questlinie. Also wenn ihr euch von dort gen Osten wendet. Aha, ja. Da kommt ihr irgendwo. Wo ist denn das? Der Eingang. Hier gibt's erstmal sowas. Oder ist der noch gar nicht sichtbar? Doch hier. Hier. Also, Leuchtfeuer hier. Ah, hier ist noch so ein Busch. Ich weiß zwar nicht wofür. Kristallknospe. Haha. So kann man auch andere Sachen nennen. Hey Baby. Willst du mal meine Kristallknospe sehen? So, und hier oben die Leiter hoch, da ist jetzt nicht viel. Da kommen wir raus, wenn wir den Boss besiegt haben. Den nächsten. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der? Godric oder so. Und jetzt haben wir da eine Beere. Sämtliche Arten von Beeren abgeerntet. Und die können wir der blinden Tante geben, weil die dadurch sehen kann. Das müssen wir nicht verstehen, das ist japanisch angehauchte Kultur. Wenn die Beeren frisst, kann die da was sehen. Hello? Bitteschön. Guten Tag. Ist jemand da? Ja. Mein Name ist Hayata. Und ich journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? Hey, my Shapiro! My husband's been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. Yeah. When I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me. Ja, hier hast du eine Beere, die ich gerade da praktischerweise gefunden habe. So. Und die Schnecke taucht jetzt überall immer mal wieder auf und will eine Beere haben. Kann man auf zur Seite, ja. Die will immer eine Beere haben und dann geht die immer ein Stück weiter und will wieder eine Beere. Und ich weiß nicht, wo das hinführt. So. Jetzt. Meine verehrten Herrschaften. Holen wir mal den Aufzug runter. Gesundheit ist voll. Jawohl, alles wunderbar. Aber ich habe nur noch das Gefühl, ich habe noch nicht alle Esstüsse eingesammelt vom Anfangsgebiet. So, wir sind im Fahrstuhl hochgefahren. Wir hören schon was. Nach links gehen wir gleich. Erstmal die Kugel. Die Kugel! Und sieh da, hier ist schon wieder das nächste Leuchtfeuer. Und da ist der Boss dahinter. Okay. Angeschmissen, das Ding. So, und hier habe ich mich gefragt, meine Fresse, wie soll ich denn irgendwo da oben da dran kommen? Und weil ich immer noch im Dark Souls 3 Universum verhaftet bin mit meiner Erinnerung, ist mir nicht bewusst geworden, dass man hier hopsen kann. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das klappt, aber ich werde es euch gleich zeigen. Aber erstmal machen wir hier Manfred, aber nicht unser Manfred, sondern die anderen. Manfred Kinder und kommt nämlich Manne Krug. Mensch, jetzt Kamera. Die Kamera macht wieder nur Scheiße. So ein Scheiß. Ja, danke. Eine Scherbe und ein Fleischklops.
Oh, hier sind noch mehr Kinder. Oh, hier ist eine ganze Abordnung von Kindern. Ah, sind keine Kinder. Sind zu klein geraten. Krüge. So, weil ich hier so viel Gesundheit eingebüßt habe, setze ich mich kurz ans Leuchtfeuer. Und dann begeben wir uns auf die Reise. Und hier müssen wir auch noch lang. Da ist zum Beispiel der Riese, der uns dann unten die Statuette aus der letzten Folge kaputt randaliert, dass wir da rankommen an den heißen Scheiß. Und den richtig heißen Scheiß. Ich weiß zwar nicht welcher, aber ich habe mich fast verbrannt, so heiß war der. So. Dann wollen wir mal. Parcours! Ja. Es ist sehr einfach, also außer die Stelle hier. So, und hier unten kann man hingehen. Es lohnt sich aber nicht. Da ist ein Geier und so einer mit einer großen Axt. Achso, ich habe noch eine Frage an euch, wenn ihr gut aufgepasst habt. Moment. Wo habe ich denn diese Äxte hergekriegt? Sind das gedroppte von den komischen Flügelfichtern? Oder haben wir die irgendwo eingesammelt? Ich weiß es nicht. Wenn ihr euch erinnert, lasst es mich bitte wissen. Ja, da unten. Lohnt sich nicht hinzugehen. Ich glaube, da gibt es nur ein paar Pfeile oder so abzuholen. Also gehen wir hier lang. Durch die Speisekammer. In die Küche. Durch die Diele in die Küche. So, nochmal Parcours. Ja, Schmiedestein nehme ich. Hier gibt's, was ist das, eine Lilie oder sowas, ja. Und hier eine Rune und noch ein Schmiedestein. Und hier drinnen sind solche schwächlichen Typen. Hoffentlich habe ich... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, gut. Du bist heute eine artige Katze. Komm schön her. Jetzt hat er gefressen und er geht nicht direkt zur Palme. Ich darf das nicht so laut sagen. Sonst kommt er auf gute Gedanken. Ganz Tag gekotzt gestern. Und da war er so kaputt. Und hat mir so leid getan. Und er hat so, war so ausgepowert. Und dann habe ich ihn ins Bett geschafft. Und hab heile, heile Segen gemacht. Und dann hat er erstmal geschlafen bis abends um 11. Und dann ging es wieder einigermaßen aufwärts. Heute früh lag nur ein Kotzerhaufen da. Oh, Turmschild. Hätte ich gar nicht gedacht. Gar nicht in Erinnerung gehabt. Also, wer es auf dem großen Schild abgesehen hat, zeigt einmal her eure 30 Stärke. Das ist schon etwas. Das ist ja schon etwas. Noch ein Schmiedestein? So, wie war denn das? Was sucht ihr? Gewiss, bla. Ach ja, wir sind jetzt hier irgendwo unterhalb. Da, wo die komischen Geier waren mit den Fässern. Ich glaube, da oben war das. Gibt es hier noch was zu holen? Ja, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Und man sieht, ja doch, es lohnt sich. Und hier sieht man, es wird gestorben an der Ecke. Und lasst es mich mal wissen, ob für euch die Aufnahme besser ist, bitte. Ach ja, und da ist die besagte Tür. Lasst mich wissen, ob ihr das jetzt, ob ihr besser in den Genuss kommt. Hier, wir erinnern uns. Und jetzt heißt es Parcours. Wieder mal. Ach ja. Und scheiß Fledermäuse. Gucken, wo ich die abschießen kann damit. Ach. Ja. Na dann. Kommst du hier hoch? Nein. Ja, da klebt noch einer. Vorsicht. Und hier auch.
Yeah, geil, Adamblatt. Das wollte ich immer schon mal. Hallo. Irgendwie ein bisschen gefangen. Die haben doch die Tollwut oder so. Habe ich hier noch was verpasst? Muss hier noch oben lang? Hier liegt nichts mehr. Na dann. Kommt, ich habe Silvesterkarten. Danke, junge Dame, dass du auch mal mitmachst. Und haust, pochst. Einmal blauer Saft, bitte. Und hier heißt es wieder Parcours. Wie überall. Ich weiß gar nicht, wo wir dann rauskommen. Oder wie sich die Welt hier ineinander fügt. Ich weiß nur, hier unten wird es ekelhaft. Da kommt nämlich das Vieh, welches man mit dem komischen Schlüssel, den man sich als Geburtsgeschenk geben lassen kann, und dann im Anfangsgebiet da das Ding öffnen kann, ist das der Boss von dem Gebiet. Der kommt jetzt hier auch. Ah. Ah, Mutti. Ich sag euch, es ist eine feine Sache, das Messer im Besitz zu haben. Aha. Giftblüte. Ja, da ist das. Hier ist dann noch eine Ratte irgendwo, oder? Ah! Wunder, Wunder, Wunder! Verstecktes Wunder! Da oben was? Wie kam man denn da hoch? Gleich, bin ich soweit? Irgendwie war ich da oben. Hier. Aber hier gibt's nichts. Da hat nur jemand altklug seine. Oder vielleicht kann man da jemanden rufen? Nee. Das ist nur altkluge Bemerkung. Aha, daneben. Gut. So, hier wird es jetzt ekelhaft. Hier kommt das Riesengewürm. Mal gucken. Ah. Aber hier gibt es nichts Besonderes. Lasst euch nicht aufhalten. Ich habe hier mich versteckt vor dem Vieh, weil ich habe keine Chance dagegen. Hier in der Ecke. Und nicht auf das Vieh einhauen. Das beruhigt sich nämlich dann wieder. Sieht zwar im Moment noch nicht so aus. Und dann geht das wieder zurück, wenn man nichts macht. Na, zumindest als ich hier ganz jungfräulich das erste Mal unten war, hat sich das Vieh wieder beruhigt. Ich darf mich nur nicht bewegen. Harry! Nicht bewegen! Oh. So viel dazu. Harry, nicht bewegen. Kevin allein zu Hause. Kevin. Wir haben bestimmt auch irgendwann mal einen Bundeskanzler, der heißt Kevin.
Wir haben ja schon eine Innenministerin, die heißt Nancy. So, verpiss dich. Wurm. Komm, ich hab Silvesterkarten. Ja. Also, ein bisschen Geduld, wer sich nicht mit dem Vieh anlegen will. Jetzt noch nicht. Hier gibt's nicht viel und da gibt's eine Leiter. Aber ich glaube, wenn man die Dinger umlegt, kriegt man... so eine Saat für Estus. Hübsches Gesicht, Karnevalsmaske. Ist ja zum Glück bald vorbei. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Mit dem Viehstamm können wir uns dann später noch genug anlegen. Was ist denn, wenn hier jemandem die Kraft ausgeht? Da muss er übernachten. Wo kommen wir jetzt raus? Aha. Aha. Ach hier. Bei den Typen. Okay. Hier, die Spinne. Ganker. Wollen wir die Ganker machen? Hey, Ganker. Nein, wir machen den Ganker nicht. Meine Brut? Ah. Meine Brut kann ich ja hier nicht beschwören. Oder wir schießen. Oder er schießt uns. Ja, wir handeln mit ihm. So, weg mit der Spinne. Ja, sehr gut, danke. Dann können wir uns ja wieder... Aufzugsseite, abgelegene Zelle, ja. Dann werden wir ja bald jetzt gleich, so wie es sich auf meiner Zunge anfühlt, dann hier den Boss machen. So. Und ich empfehle, den Riesen leben zu lassen. Erst einmal. Den brauchen wir ein Stück weiter unten. Ach, hier gibt's noch eine Saat. Schön. Und dann erstmal hier unten reingehen. Your only mistake was your choice of master. To a higher place. Das ist die Tochter von dem Herr der Ringe-Typen aus der Feuerbandkneipe. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this grafting of Godric's ill befits all his tainted. Ja, die findet uns gut und die will uns helfen. Ich rufe dich, Schnecke, jawohl. As fellow down whatever. I'll pass fellow down whatever. Gut, da kommt man auch selber. Wollen wir mal... Ach, der Riese ist zurückgegangen. Ah. Ich hoffe, dass der Riese zu unserem Vorteil mitarbeitet. Jawohl, soweit.
Dann komm einmal mit. Wir wollen den Riesen hier unten haben. Und der bekämpft auch artig mit den Hund und den Fettwanst. Und den Geier hoffentlich. Jawohl, da war der Geier weg. Jetzt noch bitte den Dicken. Das geht soweit. Kommen Sie bitte mal hier runter. Herr. Jawohl, jawohl, hat geklappt. Ah, das hole ich gleich. Oh, der Dicke greift den Riesen an. Mensch. Darf ich bitte mal das Zeug aufheben? Nein, darf ich anscheinend nicht. Jetzt aber. Danke, Schmiedesteine. Da will ich mal meine Familie zur Hilfe rufen. Ach, geht nicht hier drinnen. Gut, dann nicht. Wieso passt denn der Ding hier rein? Los, leg dich hin. Nein. Ach, jetzt hat er sein Käsemesser rausgeholt. Ist er abgeprallt? Ach, die Kamera ist heute auf meiner Seite. Der Riese auch. Ah. Ja, das lohnt sich sowieso nicht. Man kriegt nichts. Lohnt sich das? Ich heile mich mal in der Ecke hier. Oh, da kommt jemand. Moment, Moment, es ist nicht sehr professionell, ich weiß. Und jetzt haut er doch bestimmt hier durch die Wand, oder? So wie ich den kenne. Meine Fresse. Ach, das ist ein beschissener Vogel. Hey. Glück gehabt, das war einer von diesen Feuerspeienden. So, dann haben wir hier noch einen Dicken. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. No one sees me, weil ich so sneaky bin. Von dem haben wir die Axt gekriegt. Kann das sein? Dieses große Beil? Für den Fall, dass ich mal mit dem Beil arbeiten möchte? So, und hier habe ich gedacht, Moment, erstmal noch den wegmachen. Aha. Man hört, wenn ihr mal hören möchtet, tu es! Da, habe ich gedacht, hier drin ist ein Schmied und ich wusste nicht, ah, wo komme ich denn da rein und so. Habe ich gedacht, hier ist so ein NPC-Schmied, aber
Es ist lediglich da oben, wo ich euch gesagt habe, da lohnt es sich nicht hinzugehen. Da sitzt so ein Vogel und der hat die Krallen unten an Füßen und das ist das Geräusch, was sie immer machen, wenn die mit sich selber rumknaubeln oder so, an Fingernägeln. Kein Schmied. Schmiede Stein aber dafür. So, da haben wir hier oben noch zwei finster dreinbleckende Gesellen. Da hole ich mal meine Familie zu Hilfe. Na? Ich weiß, das wäre nicht nötig gewesen, die Familie extra zur Hilfe zu holen. Aber ich mach's wie die Clans in Berlin, die Großfamilien. Wenn da jemand an der Kasse nicht richtig behandelt wird, da rufen die ihren Bruder. Ich hol meinen Cousin. Können wir uns eine Stufe leisten? Ja. In was wollen wir denn gehen? Noch einmal Kondition. Ich glaube ja, dass wir uns irgendwann mal eine ordentliche Rüstung anziehen können. Und eine Brille anziehen. Und einen Ring. So, jetzt heißt es, wir räumen hier unten einmal auf, im Hof, wo die ganzen Typen rumstehen. Denn da ist noch ein Weg. Und zwar jener welcher. Wenn wir dann vom Boss die Seele haben, oder wie sich das auch immer nennt, die Oberrune, dann müssen wir hier mal lang, um die Rune zu aktivieren. Dass wir geiler werden. Also Aphrodisiake. Wo er das noch immer hernimmt, ha? So, der Dicke und der Hund. Wir ziehen uns erstmal zurück, hier oben hin. Das funktioniert. Nein, der Dicke wird doch nicht hochpassen. Der Dicke passt, aber das passt mir ganz gut. Da kann er nämlich hier unten mit rumrandalieren. Oder auch nicht. Moment. Einmal die Familie. Jawohl. Wenn so schön nicht genug durcheinander herrscht, dann holen wir noch eine Familie dazu. Familie Flogger. Und die randalieren ja ordentlich mit rum. Und das Gute ist, die kann man auch mit heilen. Ja, Achtung. Einmal Heilung für die Familie. Wenn sie mit dem Kringel bleiben wollen. So, ich komme zu Ihnen. Aber ich fühle mich heute von der Kamera schon ziemlich im Stich gelassen. Und die machen ordentlich Rabatz. Hier gibt es viele schöne Sachen einzusammeln. Ich glaube, da oben gehen wir mal noch hin. Aber auch noch irgendwo was. Eine Pike. Was macht der jetzt? Ja, der hat auch was einstecken. Ein Schmetterling. Und natürlich. Der Mann von Welt hat heutzutage immer einen Schmetterling einstecken. Was gibt's hier? Schild. Ah, da hinten liegt auch noch was. Pilz. Ja, liebe Leute,
Weiter geht es. Hier. Haben wir da noch jemanden vergessen? Nein. Kommt die Familie? Ah, die steckt fest. Die Familie steckt im Stau. So, wo sind wir? Wir müssen noch eins runter. Kommt ihr bitte? Die teleportieren sich zum Glück dann hinterher. Ja. Schade, dass man die Dinger nicht benutzen kann. Ach, was war denn das? Richtig, ich glaube, da müssen wir sogar von unten ran, weil das ist hier Powered by Emotion. Ach, und ich kann meine Familie draußen nicht benutzen. Ohne die bin ich nämlich nichts. Ja, ich habe nämlich von der falschen Seite angefangen. Aber ist nicht schlimm. Wir haben ja immer noch das hier. Die Zelle. Ne, hier unten, das. Sturmschleier. Kammer auf der Torseite. Oder hier, Waldturm. Mal gucken. Ich überlege gerade. Ne, das war doch das mit dem Aufzug. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Los! Ja. Da sind wir jetzt hier und hier wollen wir hin. Und hier kommt jetzt irgendwie, glaube ich, der Löwe oder so. So ein Scheiß. Und. Ach, das sind die Typen. Ganz vergessen. Nee, da sind wir. Ach, jetzt sind wir die Akku sind. Ja, da sind wir hier doch ganz gut bedient, aber wir gehen einen anderen Weg. Und zwar da unten lang, wo die Ratten waren. Ratten? Ja, ziemlich große. Moin Jungs! Na? Wie hängt's? Ach, faul nach unten. Keiner hat Lust. Sehr gut. Naja, semi. Hier sind wir. Und jetzt macht das auch Sinn, dass man hier von hinten die Typen schon mal fertig machen kann. Guten Tag. Geben Sie mir ein bisschen was von Ihrer Gesundheit. Oh, ich kann nicht da runter. Aus dem Weg. Oh, der war aber pfiffig. Der war weniger pfiffig. So, ich glaube, dann trinke ich doch mal. Nee, ich trinke gar nicht. Doch, ich trinke. Leben. Wir müssen in Leben investieren. Schade, dass es die Plunge-Attacke nicht mehr gibt. Dass man, wenn man von oben runter springt, die gleich plättet. Aha, da ist der. Wer schießt denn da mit Feuer? So, hier noch nicht die Familie holen. Erst später. Möchten Sie hier kommen, bitte, der Herr? Nein? Wechsle ich mal die Straßenseite. Ah, Kamera wieder. Ja, ich weiß.
So, ich glaube, das Ding ist angebracht. Ja, dann gehen wir doch einfach hier lang. Ach, der Löwe, richtig. Da müssen wir aber erstmal hier die Leute wegmachen. Bevor wir den Löwen erlöwen. Dann kommt der. Ach, ich wollte doch gar nicht. Ich habe gedacht, ich habe die Waffe zweihändig. Oh, das wären ja auch nicht weniger. Aber wir müssen erstmal hier die Geschichte sauber säubern. Eine Armbrust. Darf man das sagen? Brust? Ey, Jungs. So, ich glaube, das war doch schon mal ganz okay soweit. Dann kommen wir jetzt nochmal hier den Kram einsammeln. Vielleicht ist ja was Nützliches dabei. Ich habe gesehen, da gab es ein bisschen was Rüstungstechnisches. Ach, die Dinger haben wir schon. Das ist schlechter. Ja, da sind wir schon, am besten mit den Dingern. Aber hier mal was Sinnvolles? Nein. Und hier eine schöne Mütze. Sowas. Kaidenhelm. Ach, übrigens, wir können uns noch ein schönes Messer holen. Ist mir eingefallen. Nee, es ist noch nicht so weit. Nein. Später. Später ist besser. So, jetzt die Familie. Ja, ich finde das cool, dass die Großen die Bäume umhauen. So. Ah, sehr gut. Ja, okay. Ich finde das astrein. Ihr habt eure Pflicht getan. Gute Arbeit. Danke. Jetzt habt ihr euch ein Kastenbier verdient. Jeder. Ich finde das erst rein, dass sie das reingebracht haben mit den Aschen. Hilfen. Es soll ja nicht frustrierend werden. Also, man kann natürlich ohne spielen, aber für solche Großmäuler wie mich ist das eine exquisite Geschichte, wenn ich euch zeigen möchte, dass wir vorwärts gehen. Und dir, den traue ich aber auch nicht über den Weg. So, Leuchtfeuer wäre schön. Ja, danke. Hier gehen wir dann später nochmal hin und wir aktivieren das Leuchtfeuer, dass wir nicht nochmal hier durch die ganze Scheiße durch müssen. So, darf ich ein Level haben? Bitte, bitte. Ja. Und ich möchte einmal prüfen. Inventar. Können wir uns noch ein... Ich weiß gar nicht. Ne, wir brauchen davon mehrere. Um unser schönes Messer mehrmals hochzuleveln. Aber wir haben eine Saat. Ich glaube, wir brauchen ja mittlerweile... verkehrt. Wir brauchen mittlerweile zwei. Oder haben wir nicht? Doch. Was rein.
wieder was zu trinken gekriegt und noch einmal eine Verstärkung. Sehr gut. Ich glaube... Ja, passt schon so. 6 Gesundheit, einmal Dings und noch ein bisschen Bumswallera. Dann, meine verehrten Herrschaften, haben wir die Burg abgegrast, soweit. Ah, mein Rücken. Und dann wollen wir mal hier die Schnecke mitnehmen. Und dann geht es schon zu Grieskram der Grobe. Wir nehmen die Püppi erstmal mit. Riese ist wieder da. Der Löwe bleibt allerdings weg. Bilde ich mir ein, zu wissen. Die steckt ganz gut ein. Na dann, Püppi. Oh Gott, haltet euch fest. Margit war der andere und jetzt kommt Gottfried, was weiß ich. Mighty Dragon. They're the true born heir. Lend me thy strength, O Kindred. Deliver. Er hat aber viele Finger. Greater heights. Well. Gut, da hat aber viele Hände. Playing as a lord. I command thee. Oh, mein Controller hat gewackelt. Of all that is golden. Ja. Der ist übel. Kommt die? Ja, sie kommt. Geh ran! Ah ja. Hui. Aber die kann ganz schön was einstecken. Ich nicht. Aber jetzt kommt die Bodenattacke. Stufe 1, da macht das nur zweimal und dann. Oh, pass rein. Ran. Ja, schön, dass es nicht geklappt hat. Oh, weg. Nicht hinhocken. Achtung, jetzt wird's japanisch. Truest of dragons. Lend me thy strength. Überhaupt nicht übertrieben. So, ran an den Feind. Aber jetzt hat sie nichts mehr zu trinken, die Schnecke. Oh, pass rein.
glaube, ich hole mal die Familie. Gut, die Schnecke hat überlebt. Die Familie wäre nicht nötig gewesen. Godric, der Verpflanzte. Das ging aber besser, als ich gedacht habe. Und das Echo der Verpflanzten. Für das Echo, glaube ich, kriegen wir die Waffen. Und die Rune ist dafür da, dass wir die einsetzen. Und zwar hier oben. Wenn ich drücke, oben links. Wo früher der Covenant war, kommt dann die Rune rein. Und mit einem... Mit so einer Glut, so einem Arc, können wir dann... Ach komm, da gönne ich mir doch was heute zum Anlass... Nee, verkehrt. Zum Anlass des Tages. Poppen wir mal ein paar Seelen. 6 dürfte reichen. Nein, reicht nicht. Dann... Reicht das? Nein, reicht immer noch nicht. Aber es ist schlimm hier. Nutzen. Reicht das? Ich hoffe doch. Oder es fehlt wieder an 5. Nein, ist gut. Erstmal 25 Leben. Level 41 haben wir. So, und hier ist jetzt der Typ, der uns gesagt hat, wir sollen an der Seite lang gehen. Pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Ich könnte jetzt politisch werden, aber ich mach's nicht. Das ist nicht angebracht und dafür bin ich auch nicht hier. Denn es soll die Flucht aus der grässlichen Realität sein. Unser Projekt hier zusammen. So, jetzt. Oh. Hello there. This weasel was. Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved, thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Der fetzt. Sonst noch was? Now, I suppose I'm free. I can do whatever takes my fancy. Can I, mate? Klar, Mann. Tschüss. So, machen wir heute die Luke auf. Ja, hübsches Mädchen, aber total hohl im Kopf. So, hier ist der Thron. Hier gibt's nichts zu holen. Hier ist einfach nur ein leerer Raum. Und auch die Wände. Es ist keine... Ach, hier darf ich nicht mal... Hier darf ich nicht mal attackieren, weil links ist das Gebotszeichen und das sagt uns, wir dürfen nichts, nicht hauen, nicht pochen. Und dann kommen wir hier raus. Und hier ist eine Leiter, ich hätte runterspringen können, aber ist egal. Und da haben wir die Weintraube gefunden oder was auch immer das war. Hier wären wir rausgekommen, wie wir das auch jetzt gerade gemacht haben. Die Schnecke ist weg, die ist ein Stück weiter gegangen und hier ist das Bonfire. Alles wunderbar und das wird unser nächstes Ziel, das Kärtchen. Aber jetzt ist das Ziel, die Rune, meine Herrschaften, zu aktivieren.
Schön habt ihr es hier. Ja, Blitzschutz. Und finster dreinblicken die Gesellen. Voraus. Ach, ich darf hier nicht reiten. Na sowas. Nee. Na dann rennen wir eben. Da ist noch einer. Oh, 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 oh. Und der schießt. Mit seinem Zahnstocher. Und sich jetzt hier mit den Typen anzulegen, mache ich nicht. Weil, geht nicht. Geht schon. Gut. Wenn die nicht kommen, kann ich das machen. Aber die kommen. Das ist unser Ziel. Wenn ich das Pferd hätte, würde ich mich mit denen anlegen. Aber so, gegen drei? Nee, danke. Die drei Stooges. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Darf ich hier mein Pferd holen? Auch nicht. Und ich bilde mir ein, zu wissen, dass es hier hinten nichts gibt. Aber wir testen das trotzdem. Hoffentlich. Ach ja. Vogel. Die Geierwalle wieder. Ich bin mal gespannt, ob ihr eine bessere Bildqualität habt. Aha. Ne, den will ich nicht. Heilen. Ah, doch, hier gibt's was, aber lohnt sich das? Ich weiß es nicht, wofür das Zeug ist. Silberner Feder, Tierfuß. Und hier gibt's nichts. Hau ab hier, du! Ne, Pferdchen geht nicht. Da ist Baum. Ist es da drüben, wo die Hauptstadt ist? Ja. Ach, da ist auch noch was. Hätte ich nicht gedacht. Na, ein Glück haben wir geguckt. Ja. Oh nee. Also es lohnt sich nicht, sich mit den Vögeln anzulegen. Schrägen Vögel. Was denn hier? Ach, nur ein Blutfleck. Ich habe gedacht, Beschwörung. Aha. Hals reingeguckt. Deproat. Können wir hier hinten noch was machen? Oh, Klimper, Klimper. Nee, kann man nicht. Dahinter liegt auch nichts. Nein, hier vielleicht noch eine Wand. Was schreiben die Leute hier? Keine Tür voraus, ja. Dann gehen wir mal auf den Aufzug. Ich war lieber mit dem Lift. Ja, jetzt könnte man aufs Klo gehen. Was steht da? Hätte ich nur Licht? Ich hab doch Licht. Was steht hier? Kein verborgener Pfad voraus. Ja. Danke. Ah, Leuchtfeuer. Und hier geht's noch weiter hoch. Wo
Und hier haben wir zwei Finger. Wenn man es nicht weiß, könnte man es auch für was anderes halten. Aber es sollen Finger sein, bilde ich mir ein. So, Kraft einer großen Rune wiederherstellen. Kraft einer großen Rune. Yeah, und Achievement. So, und jetzt können wir das Ding anlegen. Irgendwie, ich weiß noch nicht wie. Mit da. Wo sind sie denn? Das ist es nicht. Wie ging die? Ach, hier ist sie. Erhöht alle Attribute. Ich weiß nicht, wie man das... Ach, bestimmt am Leuchtfeuer, oder? Klimper, Klimper. Ach, dann leckt mich am Arsch. Da gehen wir ja zur Kneipe und da haben wir auch Leuchtfeuer. Obwohl das gleich da war. Ich weiß, aber hier geht es jetzt weiter, meine Damen und Herren. Ah ja. So, steht jetzt hier was? Rune oder so? Zwischensequenz? Nein, es lädt. Groß, Großherr. Nee, Großherr. Hier haben sie es richtig geschrieben. Hier kann ich mir das anlegen. Erhöht alle Attribute. Eine große Rune, dieses Fragment des Gottreg. Ihr Segen erhöht alle Attribute. Diese Rune ist als Ankerring bekannt und gehört in die Mitte des Eldenrings. Der Eldenfürst Gottfried und seine Nachkommen. Bla. So, angelegt. Und das müssten wir jetzt oben sehen. Ja. Und jetzt will ich mal zum Test so ein Ding aktivieren. Ja. Und das erhöht alle Resistenzen. Und ich bin geiler und stärker und hab mehr Leben. Und Bumsfallera. Ach, hier ist die Schnecke jetzt. Grüß dich. Die mit dem schweren Akzent. Greetings. Greetings. Nice to see you again. My name is Roderica. Isn't ja, das weiß ich doch. In the round table hold. I never knew also, sie kennt noch nicht ihren Weg hier in der Welt und so. Und sie sucht ihre Bestimmung. Und der Schmied hat aber da eine Idee, aber er glaubt nicht daran, dass sie das will. Über Roderica. So, jetzt hat er gesagt, ja, er kann sich vorstellen, dass sie für ihn arbeitet. Waffe verstärken können wir nicht, uns fehlt Schmiedestein 3. Wir gehen nochmal dahin. Ich erzähle jetzt, dass der Schmied heiß auf sie ist als Lehrling. Lediglich. Ups. Jetzt gehen wir wieder zum Schmied und erzählen ihm, dass sie wollte, aber nicht kann, weil sie jemanden kennt, der so eine Art Husten gehört hat. Ja. Und er, sie will es so. Und jetzt gehen wir wieder zu ihr. Ah. Daily Soap. So, ich glaube, wenn wir das nächste Mal kommen, dann ist sie ganz gut. Und sitzt dann dort. Und hier ist jetzt die Luke dicht. Hier gibt es auch noch nichts zu quatschen. Aber hier haben wir jetzt die Tochter. Wir sollen mit ihrem Vater quatschen. Ah, das ist was Feines. Ihr Vater ist hinter der Tür, aber die Tür ist zu. Zu ist die Tür. Hier. Klangperle, haben wir da noch welche? Nein. Klangperlen erweitern das Inventory. Sehr gut. Und jetzt mal hier. Das von ihr, das ist eine exquisite Geschichte, denn es erhöht um fast 9 unser Ausrüstungsgewicht. Also wir können jetzt endlich eine Rüstung tragen, wenn wir denn mal eine finden würden. Vernünftig. Und hier ist jetzt die Luke offen, die sonst immer nur zu war. Und hier sind die, ich weiß nicht, was das mit den Fingern soll. Und hier die alte Schachtel von der Brücke. Are you the Let
und man wird nicht. Die spricht, was die Finger zu sagen haben, aber es ist alles Quark. Und sie hört auch nicht auf. Komm! Das könnt ihr euch gerne anhören, ich habe keine Zeit dafür. Über die großen Ruhen. The chill tainted ants. Listen. The great tarn in the Ademic Godric. Ja, hört's euch an. Kraft vom Echo. Hier können wir jetzt uns entscheiden, was wir gerne wollen. Die Axt oder das andere Ding. Das andere Ding kostet Seelen. So, wir können es aber nur für eins entscheiden. Das Ding ist. Erstmal noch mit dem Ding quatschen hier. Kriegen wir so eine Geste. Wir können. Für alle, die das nur nicht wissen, möchte ich es hier erwähnen und euch vielleicht zeigen. Bei diesen komischen, wandernden, Glocken, vierbeinigen Schildkröten-Mausoleen können wir unsere... Könnt ihr dann die Seelen verdoppeln, vervielfachen, dass ihr alle beide Waffen kriegt. Aber ich glaube, es geht immer nur eine Rune pro Gebilde. Und damit sich das Ding hinsetzt, müssen wir ja die Algen abmachen. Dass das Gebibble aufhört. Oh oh. Reicht's schon? Setz sie nieder! Hands. Auf sowas musste erstmal kommen. Äußerst japanisch. Wo ist denn hier die Tür? Mhm. So, hier haben wir die Möglichkeit, das Ding zu verdoppeln. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Erst später. Das Ding läuft ja nicht weg. Es bleibt jetzt sitzen, glaube ich. Und wenn wir noch wissen, was wir mit den ganzen Dingern anfangen, dann machen wir das. Wir wissen, dass hier so ein Ding auf uns wartet. Und ich glaube, hier irgendwo drin, ne, ist noch eine Höhle. Die können wir dann in der nächsten Folge machen. Ja, hier. Schon wieder eine Höhle. Ja, aber da gibt's doch den geilen Scheiß. Ich setze mich mal hier hin. So, liebe Leute. Ich setze mich hier ans Feuer. Wir haben hier ein bisschen den Hintern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und gebt mir mal eine Rückmeldung, ob das Bild besser ist für euch. Ob es eine Verbesserung gegeben hat, ansonsten kann ich mir das sparen. Aber ich bilde mir ein, es ist besser. Und darauf kommt es an. Und nicht, dass ihr den Algorithmus hier füttern sollt und so ein Blödsinn. Auf sowas lege ich keinen Wert. Aber ich freue mich über Rückmeldungen für euch. Oder Tipps oder sonst irgendwas. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Geklo. Auf Wiedersehen.